Hallo, ich bin der Daniel Siegel und ich möchte euch heute gern ein bisschen Details zeigen und ein bisschen detailliertere Produktvorstellung machen vom Gelände 2118, also wo es ein bisschen tiefer hineingeht wie beim klassischen Unboxing. Und ich habe auch zusätzlich noch bei einem Auto schon zum Umbauen angefangen und da werde ich euch auch zeigen, was ich da so vorhab und in welche Richtung der Umbau geht. Grundsätzlich hat es ja geheißen, dass es nicht so spannend ist, dass es eine neue Version des Gelände 2 gibt, weil der erste halt die Motorgetriebelösung war halt für Gelände nicht wirklich geeignet, obwohl der Name Gelände war. Und bei RC4WD hat man sich aber die Anregungen vom Markt zu Herzen genommen und hat eine neue Version herausgebracht. Und man hat nicht nur eine neue Version herausgebracht, mit dem bekannten Defender-Deckel, der jetzt in Blau und Weiß kommt, sondern man hat auch zwei neue Modelle aufgelegt, wobei eines ausschaut wie ein Jeep und ein anderes wie der Bronco. Und ich möchte euch einfach heute mal zeigen, was die Technik so ist an diesen Autos. Ja. Bin eigentlich alles gefahren, was kleiner ist, bis auf den neuen Barrage 1 zu 24. Also ich habe einen Ambush zum Vergleich gefahren, ich habe einen etwas älteren Losi, kenne ich, und irgendwie diese Autos waren immer zu leicht und zu kippelig und sind umgefallen. Mit den Wurmachsen ist es schwierig bergab zu fahren, also waren lustig, meinem Mädchen hat es immer Spaß gemacht damit zu fahren, aber in Wirklichkeit ist es wahrscheinlich genau ein bisschen zu klein, um halbwegs gut fahren zu können und realistisch fahren zu können. Man sieht eh im Größenvergleich, da ist schon ein bisschen, da ist ein Nummerunterschied. Und das ist halt in der Dimension macht es dann gleich viel aus. Ja. Wenn man da schaut, der ist in etwa 9 cm breit und der ist in etwa 11 cm breit. Und das sind einfach dann prozentuell ist ein großer Unterschied. Ja. Und bei dem ist zum, also der hat auch Schneckenachsen. Ich bin neulich mit beiden Autos gleichzeitig gefahren und da war einfach bergab, war das extrem schwierig zu kontrollieren, das Gas. Und da hat der Gelände mit seinen sehr skilligen und auch ein bisschen schwereren Achsen, weil sie eben aus Metall sind, einen gewissen Vorteil. Ja. Was jetzt neu ist bei den Geländeversionen, bei den neuen, außer dem Getriebe, was ich schon angesprochen habe, mit mehr Untersetzung und mit einem anderen Motor, ist, dass jetzt alle mit einer Innenausstattung kommen, ja. Und auch der Defender kommt mit einer Innenausstattung, der vorher keine gehabt hat. Und das finde ich irgendwie total super, dass quasi, obwohl die Autos kleiner sind, es richtige RC4WD-Autos sind. Ja. Sie haben einen Alurahmen, sie haben Innenausstattung, sie haben Hartplastikkarosserien, sie haben schöne Felgen und Reifen und das passt einfach alles. Ja. Der Jeep ist sicher ein sehr interessantes Modell, weil er einfach sehr gut am Jeep GK nachempfunden ist. Was lustig war beim Testen in der Küche und auch dann bei der Donau, wo ich mit dem Brian Parker gefahren bin, ist, dass auffällt, dass der Jeep etwas schlechter geht wie der Defender. Wir haben uns dann Gedanken gemacht, warum das so ist. Und eine Erklärung ist einmal, das sieht man vielleicht so ganz gut, dass einfach die Standardreifen, die am Defender drauf sind, ein bisschen größer sind. Und wie gesagt, auch bei der Breite macht es dann schon was aus. Sie sind auch ein bisschen schmäler, was ja meistens auch kein Nachteil ist. Und dann ist so, dass der Rampenwinkel durch diese Plastikstoßstange ein bisschen anders ist wie beim Defender. Und was ganz witzig ist, ist, dass man wirklich merkt, dass er hinten ein Reserverad oben hat. Also solche kleinen Details machen sie dann bemerkbar bei diesen Autos, wo man dann schon einen Unterschied erfahren kann. Ja. Das mit dem Reserverad kann man relativ leicht lösen. Entweder man gibt das Reserverad runter oder biegt halt vorne wo ein Wuchtgewicht rein. Also es ist kein großes Drama, aber es ist halt spannend zu sehen, dass es da einen Unterschied gibt. Erfahrungen mit dem, also was auffällt, so wie man sie auspackt, ist, dass alles dabei ist. Es ist auch ein Ladegerät dabei. Das hat zwar nur einen amerikanischen Stecker, aber mit so einem billigen Reiseadapter kann man damit auch den Akku laden. Die Karosserien sind jeweils mit 4 Schrauben befestigt. Bei dem ist es alles 1,5 mm Imbus, das heißt, man braucht dann wirklich nur einen Schlüssel. Beim Defender sind hinten größere Schrauben, interessanterweise.
Was beim Bronco und beim Jeep ist, da sind die Akkus, die mitgeliefert werden, ein bisschen auf der dicken Seite von der Seriensteuerung. Jetzt geht die Karosserie nicht ganz leicht drauf. Was ich herausgefunden habe, also es ist so ein Klettband dabei, das sieht man da vielleicht kurz. Mit dem geht sich der Akku gar nicht aus im Jeep, aber er steckt so fest, dass das egal ist und ich habe ihn einfach ganz nach hinten geschoben und damit hat es eigentlich dann recht gut funktioniert. Ja. Die Schwäche von der Plattform aus meiner Sicht ist, oder wo, sagen wir nicht Schwäche, sondern da wo man es einfach Potenzial gibt, dass man sich ein bisschen austobt, ist sicher die Lenkung. Lenkeinschlag ist nicht überragend, aber wenn zwei mit dem gleichen Auto fahren, ist es im Prinzip egal, weil man kann, dann haben eh beide die gleichen Voraussetzungen. Und ja, genau. Und das ist eben der Jeep. Es ist auch ein Sender dabei. Der schaut so aus, mit dem kann man durchaus fahren. Ich habe ihn beim Filmen eigentlich zum Schätzen gewusst, weil ich sehr viel so gefahren bin, weil ich alleine filmen war und das mit dem Sender recht gut funktioniert hat. Ja. Spannend ist, dass der ein Dual Rate hat. Dual Rate heißt, damit kann man den Lenkeinschlag begrenzen. Das sollte man auf jeden Fall kontrollieren, dass das auf Maximum gedreht ist, bevor man das Auto einschaltet. Nicht, dass man dann sehr überrascht ist, dass das nicht gar nicht passt. Ja. Aber sonst praktischer kleiner Sender. Ich finde die kleinen Sender auch super, weil Kinder sich oft hart tun mit großen Sendern und das ist mit dem Sender auf jeden Fall kein Problem gewesen bis jetzt. Vielleicht, wenn wir uns jetzt noch das Ganze anschauen, also da sieht man eben das neue Getriebe und den neuen Motor und wie einfach das alles aufgebaut ist. Ich habe bei dem Auto, das habe ich schon begonnen, ein bisschen nach meinem Geschmack umzugestalten. Ich habe jetzt auch das Rad nicht drauf getan, dass wir uns eben das im Detail anschauen können. Er hat da eine, ich habe schon ein zusätzliches ARB-Diff-Cover verbaut. Und da sieht man so eine Antriebswelle und die sind halt wirklich klein. Also die haben einen 3 mm Durchmesser und das große Teil hat 6 mm. Also das ist schon wirklich alles sehr, sehr klein. Was ich bei dem Auto gemacht habe, einfach aus Interesse, um zu sehen, was mit einem hochwertigen Regler noch möglich ist, habe ich einen B1R von Tekin verbaut und eine billige Fernsteuerung, die eben auch nicht so einen großen Sender hat, damit die Kinder, ich zeige es vielleicht nochmal, damit die Kinder halt auch problemloser damit fahren können und nicht so einen schweren Sender durch die Gegend tragen müssen. Spannend ist, also ich habe die Kabel da jetzt nicht gekürzt, weil ich habe den Regler vorher als Windenregler verwendet gehabt und irgendwie ist das dann ganz ohne Löten gegangen. Also ich habe zufällig die richtigen Stecker drauf gehabt und das hat dann funktioniert. Spannend ist, dass die Steckverbindung vom Motor die gleiche ist wie bei den RC4WD Winden. Also das ist relativ einfach. Wenn man jetzt genau geschaut hat, hat man vielleicht schon gesehen, was ich auf meinem Auto auch noch geändert habe. Und zwar habe ich diese Reifen montiert, die sind ganz neu, das sind Goodyear MTR in der Größe 1.0 und in 1.9 sind sie ja schon sehr beliebt. Und da sieht man vielleicht auch recht gut den Größenvergleich. Also das ist ein 106 mm Reifen und das ist eben der kleine für den kleinen Gelände. Und da ist eben schon ein riesiger Unterschied von der Größe her. Und durch diesen riesigen Größenunterschied dürfen Sie einfach auch von diesen Autos keine Wunder erwarten, finde ich. Aber sie machen extrem Spaß. Also bin in letzter Zeit viel mehr fahren gegangen wie sonst, weil es einfach so unkompliziert ist. Ich habe das im Rucksack und wenn ich wo drei Steine sehe, dann kann ich schon fahren. Ja. Da sieht man, der Nackel ist normalerweise, wie man es beim Jota 2 kennt, doppelseitig und ich habe jetzt bei dem einmal begonnen, das abzuschneiden, um eben ein bisschen mehr Lenkwinkel zu bekommen, weil das da bei dem Dämpfer ansteht sonst. Man sieht, die Dämpfer sind jetzt nicht so, wie man es vom Großen kennt, aber sie ist die Feder drinnen. Ja, das funktioniert schon einigermaßen. Was ich auch gemacht habe, um die Lenkung zu erhöhen, ich habe beim Servohorn ganz außen angeschraubt. Man sieht das vielleicht da. Ich muss ein bisschen runterhalten. Ja. Ich habe beim Servohorn ganz außen angeschraubt, um einfach ein bisschen mehr Ausschlag zu kriegen. Aber man muss halt auch sagen, dass der relativ geringe Lenkwinkel
halt auch den Vorteil hat, dass wenn Kinder damit fahren oder so, dass man sich keine Sorgen machen muss, dass was hin wird. Also das muss man schon sagen, wenn man irgendwas verändert bei diesen, gerade auch bei diesen filigranen Autos, meistens leidet halt irgendwas. Ja? Und wenn der Hersteller da halt eher eine konservative Auslegung macht, dann ist es halt so, dass es nicht besonders viel lenkt, aber dafür wird nichts kaputt. Und ich finde das durchaus sympathisch. Also ich bin ja schon relativ viel gefahren mit den beiden Autos. Und bisher sind die einzigen Defekte, und das habe ich aber vorher schon gewusst, dass das passieren wird, ist, dass beim Defender die Spiegel abgebrochen sind. Damit kann ich leben und ich finde einfach den Defender total cool in der Farbe. Auch wenn es nicht genau das Blau ist, das richtige klassische Defender-Blau ist, ist ein bisschen knalliger. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht, aber er schaut einfach voll cool aus und es macht halt richtig Spaß, damit herumzufahren. Und das ist auch echt aufgefallen, dass also die Reifen waren ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich kann das jetzt nochmal mit den originalen Reifen zeigen vom Defender. Man sieht auch da wieder, das sind ein paar Millimeter breit, das ist höher. Ja. Sie sind halt auch breiter, was nicht unbedingt der Vorteil ist. Und was auch dazu führt, dass die Reifen eben ein wenig vorstehen. Ja. Also wenn man ein Scale-Tourist ist, der es gar nicht aushält, wenn die Reifen ein bisschen vorstehen, dann wird das schlimm sein. Ich finde, das hält sich aber im Rahmen. Ja. Das ist von dem, was man in Amerika sieht, wo noch ganz locker auf der Straße herumgefahren wird. Und ich finde das schon okay so. Und irgendwelche Kompromisse gehe ich eben gern ein, wenn es der Fahrbarkeit im Gelände hilft. Ja. Und die kleinen Autos, die haben eh Grenzen, weil die Hindernisse halt einfach schnell mal sehr groß werden. Und dann die Stufen halt unüberwindbar sind. Aber es macht, also ich, von meinem Empfinden her, machen die einfach wirklich Spaß. Ja. Preis ist natürlich heikel. Gerade in Europa werden die in den Geschäften so in die Richtung 300 Euro kosten. Das ist eine Menge Holz. Und da werden viele sagen, ja, da kann man einen großen Scaler auch drum kaufen. Das mag stimmen. Aber es ist halt auch von der Technik her, gibt es bei den Modellen irgendwie wenig Kompromiss, weil es ist genauso ein Alurahmen, es hat Aluachsen, es hat ordentliche Kardanwellen und so weiter. Also ich finde, dass man was kriegt fürs Geld, dass es viel Geld ist, was es im Verhältnis zu anderen Dingen im Modellbaubereich, davon bin ich auch überzeugt, aber es ist halt einfach so, dass es halt Spaß macht und wenn man einen kleinen Scaler haben will, den man eben überall mithaben kann oder auch mal drinnen betreiben, dann ist es halt meiner Meinung nach schon die beste Option im Moment. Man sieht auch, der Defender oder Metallstoßstange, die direkt im Rahmen verschraubt ist, das finde ich auch total super. Genau. Und wie gesagt, wenn ich Zeit habe, werde ich natürlich die Kabeln kürzen. Aber ich habe gestern das erst eingebaut und bin dann ein bisschen Probe gefahren und war eigentlich gleich positiv überrascht, wie gut das funktioniert. Genau. Und hier noch einmal der Jeep von unten. Und vielleicht noch ein bisschen näher. Der Jeep ist vielleicht spannender, weil es den halt so noch nicht gegeben hat. Ja. Bronco habe ich keinen da, aber zwei Modelle war einfach, was das Budget hergegeben hat. Und das muss ich echt sagen. Also es ist ähnlich wie bei Modellsegelbooten, habe ich das schon immer gesagt, dass es nur lustig ist, wenn man zwei hat. Und ich finde, bei den Autos ist es auch einfach der doppelte Spaß, wenn man zwei hat und mit einem Freund irgendwelche kleinen gedachten Kurse um die Wette fährt, dann ist es einfach wirklich ein Theater. Und da ist wahrscheinlich am besten, man baut gar nichts um, weil wenn dann einer zum Umbauen anfängt, dann wird es schon wieder schwieriger. Und dann ist am besten, man nimmt es einfach und lebt mit dem, wie das funktioniert. Und ich finde nicht schlecht und erspart sich dann die Umbauerei und Aufrüsterei. Man muss einfach halt mal ein bisschen, muss halt irgendwie damit arbeiten, wie die Autos so sind, Stock, aber gerade dann macht eben halt das gemeinsame Fahren und gegeneinander fahren ziemlich Spaß. Ja, ich hoffe, ich habe einige Fragen beantworten können. Genau, was ich auch noch gemacht habe bei dem Auto, das ist vielleicht auch noch spannend. Ich habe die links innen angeschraubt. Die sind normalerweise außen und ich habe es innen angeschraubt, damit er ein bisschen besser verschränken kann und dass ich ein bisschen mehr Platz zum Lenken bekomme, den ich zwar im Moment noch nicht brauche, aber ich werde mich da sicher noch ein bisschen spielen damit, dass da
dass ich ein bisschen mehr Lenkausschlag zusammenbringe. Das mache ich aber eigentlich nur, weil es mich interessiert, wie es geht und wie weit man kommt und nicht, weil ich es jetzt als unbedingt notwendig erachte. Was ist anders? Eben Akku ist dabei, Ladegerät ist dabei, neues Getriebe und Motor. Wer schon den bestehenden hat, es gibt den Motor-Getriebe-Einheit auch als Aufrüstteil und das passt einfach direkt hinein, da braucht man sonst nichts umbauen. Und das kann ich sicher empfehlen, weil einfach die Geländegängigkeit dadurch dramatisch steigt. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder zu. Tschüss!